Caravansalon Düsseldorf 2023. Wir sind hier am Stand von Hobby und haben hier ein brandneues 2024er Modell vor uns. Und zwar den Optima On Tour Edition V65. Wir werden erstmal von außen einmal rumgehen und dann begeben wir uns ins Innere. Komm mal mit. Also wir haben hier den V65 GQ. Gehen mal auf den Grundriss. Wir haben hier ein Queensbett und brandneu 2024er Modell. Wir schreiben euch alle Informationen auch noch mal in die Videobeschreibung. Ihr kennt das Format vom Sven. Ich gebe mein Bestes, euch alles zu zeigen, so gut ich kann. Aber natürlich habe ich nicht die Erfahrung wie der gute Sven Herzog. Also wir gehen einmal rum. Wir haben hier eine geräumige Heckgarage. Gesamtzuladung 540 Kilo. Also ordentlich Platz vorhanden. Das ist ja auch scheinbar die beliebteste Frage auf der Messe. Was hat er denn Zuladung? Ja, also 540 Kilo. Ist schon ordentlich. Das, ne? sind ein paar Menschen, die man noch einladen kann. Heckgegenstände. Oder Menschen in der Heckgarage. Ja, also man kommt auch. Ihr seht hier, wir haben eine Rückfahrkamera und auch nochmal die Modellbezeichnung Optima On Tour Edition. Zeig dich, stell dich mal davor. Hier haben wir, genau, das ist der zweite Zugang zur Heckgarage, der offen ist. Ist er offen? Ja, ist offen. Hält noch mal magnetisch. Ah nee, ich glaube von der Dichtung hier. Was haben wir hier? Hier kommen die Gaskartuschen rein. Ist auch mit Schubladenprinzip. Mit Schiene. Mit Schiene, genau. Ich denke sogar, hier kommen zwei Gaskartuschen rein. Ja. Ja, Truma haben wir. Ich denke, ihr Camper werdet alle wissen, wofür hier die Klappen und Deckel sind. Hier ist der die Abwassergeschichte. Auch nochmal zusätzlicher Boden. Ja, Wasserleitung haben wir hier. Strom. Und hier geht es in die Fahrerkabine. Wir haben hier ein Citroën-Fahrgestell. Magst du dich mal reinsetzen? Ich setze mich mal rein, ja. Sechs Gänge, Handschaltung. Was haben wir noch? Pioneer-System. Hier haben wir noch ein Fenster. Also, ja, sehr geräumig. Gut, ich komme noch mal raus, dann begeben wir uns zur Front. Wir sind hier heute am Preview Day, am 25. August. Das heißt, es kommen nur Mitarbeiter oder ja, auch Privatleute können sich für heute ein Ticket kaufen. Das ist allerdings ein bisschen teurer. Und ich denke, limitiert auch, ne? Limitiert, genau. Ja, hier die Front, Citroën-Fahrgestell. Wir können noch mal gucken. Komplett reisefertig ab 73.560 Euro zuzüglich Überführung. Mhm. Also sehr günstig. Wir haben gerade noch Leute im Fahrzeug. Lass uns noch mal zum Datenblatt gehen. Also wir haben hier im Grundriss ein Queensbett, die Sitzgruppe. Wir haben ein Badezimmer, Küchenbereich. Und natürlich lassen sich die Vordersitze drehen. Was haben wir denn noch verbaut? Sonderausstattung, Teppichboden im Wohnraum haben wir hier. Vorhängefenster. Von den Extras her aber übersichtlich, ne? Also, genau, also wir das haben heißt, hier hoffentlich ist schon Standard relativ viel drin. Wir haben hier die Citroën Jumper Basis. Gesamtlänge haben wir hier 7 Meter, Gesamtbreite 2,23 Meter.
Wie sieht es innen aus? Sind da noch Gäste drin? Ja. Wir haben hier auch 12 Jahre Dichtigkeitsgarantie. Komm, wir gucken hier immer noch. Wir haben hier Dometic mit drin. Schöne Felgen. Also, wie gesagt, Stand von Hobby, Caravansalon Düsseldorf oder kurz CSD. Nicht zu verwechseln, ne? Nicht zu verwechseln mit dem Christopher Street Day, aber ich glaube, hier wird eine andere Zielgruppe angesprochen. Und wir sehen hier auch, wir haben hier eine Messeaktion, jetzt informieren. Ach, eine spezielle Ratenaktion. So, jetzt können wir aber rein. Also, wir haben hier eine Länge von 7 Metern und dafür, ja, sehr geräumig. Hier ist der Sitzbereich. Auch hier kann man den Tisch nochmal nach vorne klappen. Ich weiß es nicht. Es gibt ja immer ein paar verschiedene Systeme. Man kann den Tisch aber auch komplett entnehmen. Dann natürlich Staufächer en masse. Ein Fernseher ist schon mit dabei. Komm, lass uns rüber zur Küche. Hier sehe ich gerade, kann man noch die Arbeitsfläche einmal erweitern. Mit einem zusätzlichen Tisch. 2 Kochfelder. Also hier kann man einmal gesamt das Waschbecken und die Kochfelder abdecken. Hier alles von Dometic. Hier noch Stauraum für alles, was man in der Küche so braucht. Dann haben wir hier auch noch mal eine Schublade für Besteck und Co. Hier die ganzen Anschlüsse. Und weitere Schubladen. Also alles wird hier gut untergebracht. Dann gehen wir mal rüber zum Kühlschrank. Auch dieser ist von beiden Seiten zu öffnen. Kühlschrank ist mit einem Gefrierfach. Klein, aber fein. Und hier auch nochmal Staufach. Also, ich würde behaupten, fast so viel Staufach wie in der großen Küche, wenn ich mir so meine neue Küche anschaue. Ah, wir haben hier ein Kombibad, das heißt alles in einem Badezimmer. Ich muss quasi in der Dusche, also Dusche gleich WC. Ich muss hier die Abdeckung herausfahren, damit ich duschen kann, aber auch hier schön viel Platz, gute Stehhöhe mit einem Badezimmer und die Toilette lässt sich auch drehen. Und hier von der Beinfreiheit her top, also sehr geräumig. Kleines Waschbecken und hier ist noch die zusätzliche Tür für die Dusche. Denkst du, das Duschglas kommt automatisch mit beim Kauf meines Hobbys? Es ist leer. Ich glaube, du willst es nicht haben. Ich rieche dran, es riecht aber gut. So, dann haben wir hier... Ganz wichtig, oben auch ein Abzug. Das heißt, man kann ordentlich lüften nach dem Duschen. Genau. Und hier auch in dem Spiegelschrank nochmal zusätzliche Fächer. Ebenfalls hier. Ich sehe gerade im Spiegel, falls ihr euch wundert, warum ich graue Strähnen habe, es ist vom Fliesenlackieren. Hier auch noch einmal Platz. Gut, dann gehen wir rüber in den Schlafbereich. Ups. Hier den Schlafbereich kann man auch noch mal mit einer Schiebetür abtrennen. Und ja, ein schönes gemütliches Bett, würde ich sagen. Queen Size. Queen Size. Ich passe auf mit meinen Schuhen. Denn es ist ja nicht so gerne gesehen, dass man mit Schuhen aufs Bett geht. Also, und hier auch Schrank für Hängekleidung, also um Kleidung aufzuhängen. Und hier auch nochmal zusätzliche Staufächer. Mir ist noch was aufgefallen, Sandra. Sogar unterm Bett noch jede Menge Stauraum. Aha. Florian, du bist ja richtig aufmerksam. Ja. Ja, hier kann man auch einiges unterbringen. Hier noch Schubladen. Sehr schön.
Ja, und zusätzlich in dem Modell haben wir den Teppichboden. Drunter ist halt dieser Holzboden. Kommen wir hier mal hoch. Der jetzt für die Messe geschützt ist. Genau, also kann man sich frei wählen, ob man lieber Teppichboden haben will. Ja, Lampe. Wir gehen wieder raus. Wir gehen wieder raus. Ich denke, wir haben alles gezeigt. Komm, Flo, das kriegen wir aber noch hin, oder? Gut. Hobby, Optima on Tour. Es wird schon gewartet, bis man endlich rein darf. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Einschalten. Und denkt dran, German Television abonnieren.